Ich habe halt nichts Gutes dafür. Will er sich einen Ständer am besten verbergen? Okay. Ich muss erstmal eine Karten gucken. Den mal dann André angucken. Was? Warte, ich mach mal. Ich mach mal kurz Arr. Stream an. Ich muss deine Karten sonst so lange immer um. Ja, mach ich ja eigentlich. Nein, ich kann das gar nicht. Ich hab nur einen Bildschirm, der voll behindert immer rein und raus zu tappen. Hab ich beim, immer noch. Beim Mark muss ich anfangen, ne? Ja. Genau, immer links von dir. Okay, bei gut. Mark dem Model, ne? Richtig, bei Mark dem Model. Also Mark Kappa. Sagt, sein Ständer lässt sich am besten verbergen durch überraschendes Ei. Das ist gut. So, Robin Ständer lässt sich am besten verbergen durch Tom Cruise. Diese Stimme. Die feier ich. So, Wadi-Ständer lässt sich am besten verbergen durch Andrea Berg, nee, Östrogen. Naja. Nein, Wadi. Nein, nicht wirklich. Es tut mir leid. Ich hätte noch bessere Karten auf der Hand, aber die haben nicht dazu gepasst. André, sein Ständer lässt sich am besten verbergen durch, ich weiß es ja. Meine. Tut mir leid. Das geht dann anders. Obwohl dieses überraschende Abspritzen echt nicht schlecht war. Das stimmt, das war auch geil. Dieses meine Hüften, das hat einfach übertroffen. So, seid ihr ready? Ja. Alles klar. Toni, es gibt doch nichts Schöneres als am Kamin zu genießen. Oh. Hui. Hui. Ich leg meine Karte mal ein bisschen nach da. Ich hab zwei Karten, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Entscheide dich. Marc, welche würdest du nehmen? Die oder die? Ey. Ich würde immer die rechte nehmen. Ich hoffe. Warum ist das schon wieder ein angedeuteter Penis? Nein, das sollte was anderes sein. Ja. Ach so. Hier, das ist ja eklig. Gefühle. Ist das, kann man das essen? Ja. Ja. Oh, die Karte ist runtergefallen. Seid ihr ready? Ja. André, hör auf. Bitte, danke. So. Es gibt doch nichts Schöneres als Hentai am Kamin zu gucken. Warte mal, das hätte bei Marc besser gepasst, hätte er das gelegt. Stimmt sogar. Auch gerne. Ach so, du guckst das auch gerne. Ja. Jetzt wird's interessant. Also, was guckst du gerne? Wali sagt, also laut Walis Meinung, gibt es nichts Schöneres als. Really? Ja. Alter! Really? What the fuck? Echt? In der ersten Runde kam schon zweimal was mit Porno, jetzt kam zweimal Hentai. Das Geilste ist, da haben sie in der Community-Erweiterung wahrscheinlich Hentai auch nochmal reingeschrieben gehabt, ey. Ja, bei Community-Erweiterung aber jetzt wenn Hentai gewinnt, wen gibst du den Punkt? Ja. Es gibt doch nichts Schöneres als ein Person hat die Schlumpfe am Kamin zu genießen. Ich glaube, das gewinnt. Okay. Es gibt doch nichts Schöneres als Sexsklaven. Okay, sorry, aber die Sexsklaven. Aber ich fand mein Hentai besser als Wadi. Ja, aber ich dachte als erstes kam. Genauso wie Marc. Leute, was? Tut mir leid, ne, aber Forever Dennis einfach. Sexklappen. Okay, seid ihr ready? Ja. Gut, und zwar. Ist bei primitiven Volksstämmen ein beliebter Zeitvertreib. Hentai. Oh, mal gucken, ob ihr den checkt. Weiß ich nicht. Ich check nie was, das weißt du. Von daher. Der ist so richtig schwarz. Sorry, die muss aber weg einfach. Also der hat sich so richtig mit Öl eingecremt. Aber wirklich so richtig. Seid ihr ready? Ja. Er muss dazu, sorry. Ja, sicher. Wali sagt, ein Ständer verbergen ist bei primitiven Volksstämmern ein beliebter Zeitvertreib. Sorry, Bro. André sagt,
Sie hat mit diesem Volkstrap ein beliebter Zeichner drin. Dennis sagt 72 Euro Raum ist das mit ihm ein beliebter Zeichner drin. All our work for. Ey, sorry, bei mir muss Hashtag WalitzGLP einfach hin. Okay. Noch so ein unnötiger Vlog-YouTuber ist bei Politik-Preis. Hashtag WalitzGLP. Warte, nicht schlecht. Hatte Wali nicht auch mal Vlogs? Ja, auf meinem Zweitkanal. Auf meinem Zweitkanal. Ach so. Oh, auch noch Werbung machen. Ich muss sagen. Nein, auf meinem Zweitkanal hatte ich ernsthaft, glaube ich, 14 Tage am Stück irgendwie, glaube ich, ein Vlog gemacht oder sowas. 13.11. Never Baguette. Allah Akbar. Alena Akbar, was? Oh, oh. Da war das. Brill? Was machst du eigentlich schon wieder an meinen Karten mit deinem Kessling? Warte mal, André. Dreh mal dein Ding. Oh, warte. Warte? Ja. Bin ich jetzt dran eigentlich oder ist. André, eigentlich ja. Musst du jetzt so anfangen. Ich. Du... Ach, André kommt wieder mal nicht. Kommt wieder zu spät. Okay, seid ihr bereit, meine Herren? Ja. Ja. Okay. Wie riechen alte Leute? Jetzt komm ich wieder mit nach alten Leuten. Oh, dafür habe ich ein bisschen dreist, aber eigentlich muss ich die Karte spielen. Oh, ich habe keine gute Karte dafür. Ich auch. Okay. Ich halt. BBL. So. André sagt, wie riechen alte Leute? Oma. Und wie wusste ich, dass einer so eine Karte spielt? Wie riechen alte Leute? Dennis sagt, Selbsthass. Wie riechen alte Leute? Mark sagt, Alkoholismus. Was? Alkoholismus, ach so. Wie riechen alte Leute? Robin sagt, Pornober. Gleichgeschlechtliche Eiskunstlauf. Was? What the fuck? Okay, das ist an Stumpfheit nicht zu übertreffen. Richtig. Allein schon wegen der Stumpfheit muss er diesen Punkt kriegen. Das ist so genial. Mein erster Punkt! Ja! Er spielt halt einfach diese schwule Eis auf dem Kopf. Ist klar. Ich hab nie gedacht, dass ich niemals gewinnen, ne? Nur bei Wali gewinnst. Tatsächlich ist es so, Alter. Weil ich einfach einen guten Humor habe. Bei Wali gewinnen auch Negerkinder. Du hättest gestern meine Karten sehen sollen, die ich hingelegt habe. Die waren so schwarz. Also, weiter geht's. Nein, meine Kamera dreht sich wieder. Was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Haben wir noch Peps? Mann, meine Kamera dreht sich, ich hab ein Problem. You spin me right round, baby. Mann, right meine round, Kamera dreht sich. You ring me round, round, round. Kann mal jemand meine zweite Karte von links legen? Hier? Die da. Ganz links. Zweite Karte von links von mir aus. Müssen wir die noch umdecken? Ist die schon umgedeckt? Ja, nee, die ist schon auf dem Kopf. Ja, genau, die. Ja, die hatte ich doch angezeigt. Ja, ich sehe es nicht, weil sich meine Kamera dreht. Man sieht so am Auszeigen. Mann, warum dreht sich denn nicht meine Kamera? Sonst schalt doch mal raus. Ich hab doch einfach mal raus und Dennis rein. Sagt, was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Ah, Dennis nee, sagt, Schamhandel. Okay. Das funktioniert was nicht. Funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Robin sagt, nee. Katapulte. Das sagt also, Marc aber. Ach, Marc, sorry, ja. Ja, ich werd. Komm. Ey, wo ist die Karte? Ich hab sie wieder. So, was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Robin sagt. Das sieht so geil aus mit der Hand. Erotische Harry Potter Geschichten. Mann, wie kann ich nochmal den Kameramode einstellen? Und was sagt Wali? Was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Sorry. Ich glaube, ich muss mal Oh Mann, ich fand Katapulte Schamal. Du musst einfach Rechteck irgendwo hin machen. Und dann kannst nee, du das geht bei mir nicht. Forever Nazis. Forever Nazis. Oh Mann, Harry Potter Geschichten, erotisch. Forever ich muss mich Iron mal kurz Sky, zurückprobeln, ja? Leute, wartet mal eben. Ja, Iron Sky, kann ey. Eh nicht vorlesen, wenn das so rumkackt hier. Sollen wir deine Karten einmal auf den Tisch legen, so? Also nee, warte mal. Ach, die bleiben da, ne? Ich rejoin nochmal.
Nicht Host-Server. Server-Börse. Right, keine Ahnung, warum sich das auf einmal anfängt zu drehen. Warum findet das... Eine Karte. Hauptsache, der hat einen Server aufgemacht, der Mike Lele heißt. Mike Lele, Mike Lele. You are not the Ritterdale. Oh. Wir hätten Jailbreak spielen müssen. So. Wo war ich hier? Richtig, gut. Was rechts? Ja. Entschuldigung. Bin, glaube ich, auf Steuerung oder so gekommen, oder? Ne, gut. Achso, ich muss noch eine Karte ziehen. So, jetzt geht's wenigstens wieder. Ui! Toll. Okay, gut, dann bin ich jetzt dran, ne? Richtig. So. In einem guten Restaurant wird ... stets mit ... serviert. Boah, jetzt wären Känguruhoden gut. Känguruhoden mit Angela Merkel, das hätte sofort gewonnen. In einem guten Restaurant gehört. Boah, ich hätte auch was Gutes, ey, es tut so weh. Boah, das ist deine obere Karte, André, ne? Ja. Gut. Kann ich vorlesen? Ja. Ja, zieht ja schon mal gut. Also, in einem guten Restaurant, in einem guten Restaurant wird ein homoerotischer Volleyball-Zusammenschnitt stets mit einem Mann mittleren Alters auf Rollstuhl serviert. Das ist gut. Das ist schon mal ein guter Anfang. In einem guten Restaurant wird ein grundloser Ständer stets mit essbarer Unterwäsche serviert. Trifft schon mal gut meinen Humor. Wadi sagt, in einem guten Restaurant wird ein ausgewogenes Frühstück stets mit einem Gehirntumor serviert. Das kam gut. André sagt, in einem guten Restaurant wird Republikaner stets mit Mundherz serviert. Boah, das ist schwer zwischen Wadi und Robin. Also der grundlose Ständer ist halt schon geil, aber das geht einfach an Wally, der Gehirntumor hat. Ja! Tut mir leid, gegen Gehirntumor kommt nichts an. Doch eventuell schwarze Babys, aber... Ich verstehe das schon. Ja, ja, alles gut. Ich liebe dich nicht. Ich weiß. Ich gut, mich dann. Aber. Ich hab doch die alle fünf. Nee, ja. So, jetzt. So. Okay. Dann geht's mal los, ein verfickten Splasher. Was ist Batmans heimliches Laster? Was? Heimliches Laster? Was ist Batmans Laster? Heimliches Laster? Das kommt richtig schwarz und so. Wenn man es richtig versteht. Ich muss die Karte einfach loswerden. Oh, nee, alle nehme ich dann doch nicht. Ja. Ja, müssen wir. Okay, ihr kleinen verfickten Splasher, seid ihr ready to love? Ey, das ist mein. Ja, ich weiß, ich hab die nur gut. So... sortiert. Okay. Oh. Laut Robins Meinung ist Batmans heimliches Laster Pizza. Was ist Batmans heimliches Laster? Laut Walitzki LP. Out. In den Sonnenuntergang reiten. Okay. Was? Das ist Batmans heimliches Laster. Von André. Pass auf den Batman. Günther Jauch, der von einem Shanghai. Okay, und jetzt kommt Dennis. Was ist Batmans heimliches Laster? Laut Dennis, das Richtige tun. Alter. Ja, die Karte muss nicht loswerden. Keiner lacht. Nee, es ist einfach so... Nee. Ja, war eine Wegschmeiß... War eine Wegschmeißkarte, ja. Von daher. Ich finde schon, ist Günther Jauch, der ist schon krass, forever. Ne? Forever, Günter Jauch, ne? Günter Jauch, ja. Kann man nichts gegen machen. Obwohl ich ja die homoerotische Art von Batman ja bestätigt habe mit dem Sonnenuntergang. Beziehungsweise Forever, ne? Wer wird Millionär, ne? Ja. So, okay, los geht's. Und nun auf Eurosport, das Meisterschaftsturnier des... Analsex.
Das ist so dumm. Garte muss einfach weg. Ja, ich bin überlegen, leg ich die? Ja, ich leg die. Oh, Robin, das sieht aber sweet aus. Passiv, eine Karte! What the fuck? Okay, seid ihr ready? Ja. Ich bin hardy ready. Wally sagt, boah, Alter, nun auf Eurosport, das Meisterschaftsturnier des Rassismus. Hui! Okay, zum Glück habe ich eine Scheißkarte. Warte mal, Wally, im Stream musst du jetzt eigentlich oben rechts Eurosport machen, ne? Okay, André sagt, nun auf Eurosport, das Meisterschaftsturnier des... Eine Grimasse schneiden. Nee. Das hast du nur die Karte, die musste weg. Ja, verstehe ich. Und nun, Dennis sagt, und nun auf Eurosport, das Meisterschaftsturnier da des übergroße Lollis. Verstehe ich, Brudi. Dass die weg musste. Und nun auf Eurosport, Marc sagt, und nun auf Eurosport, das Meisterschaftsturnier des flugunfähige Vögel. Ja, tut mir leid, das geht ganz klar an Wally. Ja. Ich schmeiß die einfach ins Deck rein. Alles einfach nur Scheißkarten. Alle muss raus. Ja, also wenn Rassismus am Anfang kommt, dann können solche Karten halt einfach mal gar nichts. Kann bloß noch Negerkinder das toppen. Ja, nicht so. Oder ist das linker Hoden? Oder Baumwolle. Nee. Oder